Hey und willkommen zur 74. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. Wir werden uns heute nicht um dieses wunderschöne Wesen kümmern, sondern... Hallo, Schmeniel. Hallo. Um... Ich bin der Katze. Ach so. Dieses wunderschöne Wesen. Denn ich kaufe mir heute, weil wir so viel Geld haben, ein Restaurant. Nach 70 Parts. Oh. Oh nee. Oh oh. Oh. Ja, och Mann. Was hat meine Frau da für einen Hut auf? Ach, da steckt unser ganzes Geld. Was ist das denn? Was macht sie denn da? Ja, das frage ich mich auch gerade schlecht. Hä? Hallo? Ja. Was? Oh nein. Ist sie weg? Weißt du, kaum bin ich mal auf der... Jetzt ist sie am PC? Mit ihrem Bikini? Was für ein Hexenvampir-Werk ist das? Oh. Weißt du, kaum bin ich auf der Arbeit, feierst du hier wilde Poolpartys mit meiner Frau? Ja. Weil es sind alle weg. Oh, das ist ja. Deine Frau. Ach, oh. Rechnung bezahlt. Und Restaurant kaufen. Ey. Wie kommt denn da an? Hab ich dich verwandelt? Warte. Bist du einer? Nee. Wow. 112.000. Okay. Ja, okay. Da war ich zwar noch nie drin, aber ist bestimmt spitze. Alter, wir machen so ein richtiges Bredi-Business. Ja, total. Du hast 100.000 ausgegeben. Nee, sogar mehr, ne? 150 oder so. Ja. Und bisher so $400 verdient, 500. Mal gucken, ob das hier besser wird. Oh. Ach so. Wie viel Geld ich im Restaurant gebe. Wie viel haben wir noch? 126.000. Na, ich würde sagen, wir machen es fair. 1, 2, 1, 2, 3, sau 100.000. Nice! 26.000. Ein Restaurant zu besitzen ist harte Arbeit. 60% aller neuen Restaurants gehen im ersten Jahr pleite. Was? Warum erfahre ich das denn jetzt erst? Du hast das ja auch falsch vorgelesen. Ja, 59,5. Wow. Mit einem guten Management, fähigem Personal, köstlichen Gerichten sowie ein wenig Plasma, Schweiß und Tränen kann ein Restaurant jedoch erfolgreich werden. Ja, und ich mixe ja auch so gerne. Nice. Das ist optimal. Und hast du gesehen, wer da eben war? Wer denn? Da, guck mal. Oh nein. Lauf bitte weg. Macht der gerade einfach Sport? Scheinbar. Ui, wer oi, bist du? Alter, was hat der denn für herbeirufen. Beine? Fröhlich, freundlich. Zaubernd vorstellen. Nee, pass auf. Hä? Das sind alles... Wer seid ihr denn? Das ist Gandhi. Oh. Alter, morgen hat 256. Ui. Ja, mehr als wie in der Tierklinik. Hey, nein, das stimmt nicht. Du hast gesagt 400. Ja. Und? Boah, krass. Wie der Balken sich instant füllt. Ja, du hast halt die Skills. Ja. Und nach Kredit. Wahnsinnig. Oh ja, bitte. Bitte. Wir haben kaum noch Geld. Ich kenne dich seit 2 Minuten. Ach, schade. Oh, geiziger Alter, Schlumpf. Ey. Ja gut, Tüte ich ihn. Bin weg. Töte ihn. Genau. Ein Stern? Aber warum? Vielleicht weil 0 Bewertung, Digga. Und vielleicht einen Angestellten einstellen? Ja! Ich kann Ranja holen. Aber die ist alt. Ja, die sind alle alt. Der eine kann Gandhi. Gut mixen. Ah ja, stimmt. Das Problem ist auch, was richtig blöd ist. Guck mal, der ist kurz vorm Verrecken. Und den stellen wir ein, bilden ihn aus und dann... dann ist er weg. Ist echt doof. Wir brauchen einfach, wir müssen jüngere Leute in unsere Stadt holen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ich würde die gerne verwandeln, aber die sterben ja alle. Ich nehme jetzt einfach den, oder? Oh, Patrick. Ja. Oh, nee. Doch, hey. Ich mag die nicht, die so heißen. Was? Dann nehme ich jetzt ihn. Menü hat einen neuen Koch eingestellt. Seiji Tanaka tritt so schnell wie möglich zu seiner ersten Schicht an. Restaurant nicht funktionsfähig. Damit das Restaurant betriebsfähig ist, musst du einen Empfangsmitarbeiter, einen Kellner und einen Koch einstellen. Hä? Ja? Ja, wie denn? Ach so, das sind verschiedene Tabs. Hol dir Marina. Ja. Marina. Ja? Ja. Okay. $2 die Stunde. Pff. Ja, der ist super. Was das bist du typ, denn so für eine Kante? Der ist cool. Ja? Ja, hol den auf jeden Fall. Okay. Eine Speisekarte. Ja, aber wo denn? Hier? Gewinnspanne. Na, 300%, oder? Nein, dann sind die Sachen viel zu teuer. Werbung? Diamantpaket. Ne, Goldpaket erstmal. Speisekarte.
Oh nein. Ach so, das... Ich dachte, ich müsste es jetzt anwählen. Nee, das ist... Okay, ich kann auch noch neue Sachen holen. Omas Liebling. Ja, komm, holen wir auch. Ja, das reicht. Abendkleidung. Badekleidung. Nachtwäsche. Das mache ich. Nein, da kommt bestimmt niemand. Ja, okay, ich habe auch Angst. Okay. 21 Uhr. Kommt doch rein. Ist eine gute Zeit. Eigentlich schon, ist bestimmt Wochenende. Können jetzt was mixen? Hallo? Ja, da ist er. Ja. Oh, ist der krass. Junge, der ist eine richtige Maschine. Ja, hallo. Ja, der kann ihn direkt verprügeln. Sind das... Oh, guck, wie die uns den Laden einrennen. Ja, aber sie... Nein, die hassen mich ja alle. Weil ich die alle mal ausgelutscht habe. Trinke ich da gerade? Ey, können wir aufhören zu saufen? Echt ein Problem bei mir, ne? Hallo, ich bin's, der Schlingel. Und sie mag mich. Ich habe dadurch alles wieder wettgemacht. Warte. Vampir. Meditation. Vampir. Und verführerisches Gesicht. Ach, das ist die, die mich mal massiert hat. Ach so. Muss ich jetzt hier irgendwas machen oder machen das machen die anderen? Ich glaube, das machen die anderen, ne? Ja, dann muss ich ja gar nicht hier bleiben. Oder doch? Ich glaube nicht. Ja. Ich beeinflusse sie alle. Genau, Vampir, Gefühle, ja, Fröhlichkeitsschub. Wie unfair. Oh, der eine geht. Nein, 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 nein. Schieß doch, Schlängel. Schnell, schnell. Nein, jetzt bekommst du die Angestellte. Tisch überprüfen, Bestellung priorisieren. Oh. Ach so. Boah, das mache ich. Das mache ich bei ihr. Na komm, geh hin, Manuel. Oh. Ja, sie mag mich. Na? Management. Tisch überprüfen. Romantik. Anmachspruch. Was? Wie was? Kompliment. Kompliment? Was? Hä? Über Yoga-Hose machen. Da ist wohl was schiefgelaufen. Ja, ein bisschen. Noch Karrierefragen. Er braucht mehr Übung, um alle Speisen und Getränke der Karte gut zubereiten zu können. Oh nein, nein, die leichter sind. Ja, nee, der lernt das jetzt. Eben. Warte. CG verwalten, für Schulung bezahlen. Standardschulung. Zubereitungsart erörtern. Er braucht zwar länger, aber es ist... Ja, dann mach vorsichtig, bitte. Was ist? Ich kann spielen. Nee, wenn wir vielleicht der Aslak könnte da hinkommen und was essen. Ja, geht das denn? Hier hinbringen. Ja! Ja, und ich hätte gerne meine Katze. Und ich möchte gerne als Gast hier reinkommen. Ah, okay. Da genau, ist er. Dann teste das mal. Ja, da auf Restaurant. Ja, was machst du? Um Tisch bitten. Ja! Und dir geht's gar nicht gut. Oh, oh. Oh. Aber ein bisschen Essen, für ein bisschen Essen ist noch Platz. Passt immer. Was hab ich eigentlich für ein scheiß Outfit an? Keine Ahnung. So, was will der denn, der kleine Fratz? Voll modernes Restaurant. Ja. Kommen Sie bitte zu Ihrem Tisch. Oh, hoffentlich kriege ich einen guten Tisch. Die laufen beide so. Nein, ich möchte nicht dahin. Das sind voll die Kackplätze. Nee, das ist alles hier. Doch. Da links sind voll die coolen. Hä? Sie singt. Kann sie mal aufhören? Soll sie nicht arbeiten? Ist es eine Angestellte? Nee. Ja. Oder? Ah, nee, doch nicht. Das ist Izumi. Ich weiß, wofür sie da ist. Oder? Ja, kann man machen. Einmal geht immer. Pianisten engagieren. Ja, ich würde das gerne einmal sehen. Warte mal, ist das... Oh, das Mautado! Er hat uns gefunden. Und der Aslak! Er hat uns gefunden. Oh, ist das cool. Und er hasst mich voll. Dann setzt euch mal hin. Ach, die gehen zusammen. Die haben ein Date. Oh. Die kleinen Fratze. Wartet, Leute. Ich helfe euch. Gratis Speisen. Ach so, begrüßen. Kann ich was umsonst haben? Ach so, du bist auch hier, ne? Stimmt. Oh. Wo bin ich? Aber wo? Hallo? Oh. Gute Nacht. Nein. Geh dahin, Manuel. Und jetzt? Pass auf, ich helfe dir. Vampir. Beeinflussen. Und Energieschub. Ja! Komm schon. Ich gebe dir Energie. Bitte. Oh, und er pennt. Hat nichts gebracht. Rätselhaft Energie geladen, doch. Ja, das ist ja nur die Stimmung. Ach ja. Ach so. Ach, Aslak.
Ja, gut. Aber dann egal. Nicht. Was meine ist, ist ja auch da. Ich habe da ja auch Kohle reingesteckt. Kann ich immer schlafen. Und die beiden sind auf dem Ohr. Management. Priorisieren bitte. Vor allem priorisieren sind doch die einzigen Leute, die da ja, sind. Ja, und? Ich kann dir doch trotzdem vorlügen, dass ich die bevorzuge. Wie seriös du immer mit diesem Outfit bist. Ja, ich will das nicht. Doch fürs Restaurant ist es perfekt. Nee, weil das hier ist immer perfekt. Immer. So, leider. Wie geht's euch denn? Darf ich mit euch reden? Wollen wir Freunde werden? Erziehungstipps geben? Die hassen mich und ich misch mich instant ein. Bitte ein Outfit zu zeigen. Ja. Bade. Macht er das? Das macht er doch niemals, oder? Oh. Alter. Beste Freunde für immer? Oh, nee. Nein. Oh nein. Fragen, ob er Single ist? Oh, da gibt's Mordado mit Essen. Was? Manuel hat erfahren, dass Mordado mit verheiratet ist. Hä? Der Name steht nicht mal da. Guck mal, die haben jetzt was zu essen. Ja, warte, ich schenk dir das. Hier. Gratis Speisen. Oder gratis. Tisch gratis, Getränke servieren, gratis Speisen, ne, komm. Wir brauchen kein Geld. Oh, der Aslak sieht wütend aus. Okay, doch. Ja! Die. Was? Ich schenke ihm das Essen und er hasst mich. Das schon wieder. Och. Wie undankbar er ist. Ja, auf Wiedersehen. Wird Zeit nicht für ein Feuer. Boah. Dich habe ich doch gerade leer gelutscht, damit das nicht wieder passiert. Hey, Kambo Jumbo. Hey, hey. Oh, der Aslak ist. Oh. Ja, aber was mit deinem Tisch? Tisch aufgeben. Was? Du hast einen? Ja, ja, irgendwie hat mir wurde einer zugewiesen. Oh. Hä? Wie ist das? Keine Ahnung. Aber was habt ihr denn alle? Die laufen alle aggressiv rum. Ich wünschte, der Service wäre besser. Warte. Was? Ich wünschte, der Service wäre besser. Ich habe das Gefühl, dass man unten die Tische gar nicht benutzen kann. Dass die voll sinnlos sind. Sind die irgendwie abgesperrt? Guck mal. Um Tisch bitten. Nee, nee, du hast bereits einen Tisch. Es wird halt nie voll. Aber warum? Ja, aber warum sind die anderen denn da? Wieso stehen die denn da unten? Keine Ahnung. Warte, verwalten? Für Schulung bezahlen? Kurze Schulung, genau. Kritisieren? Ja, und jetzt guck dir das mal an. Da sind doch so viele. Ja, normalerweise. Ey. Das ist so nervig, ne? Du hörst es ja nicht. Aber was geht ab? Unwiderstehlicher Schlaf, bitte. Und die tanzen. Oh nein. Es ist Lauchboy. Wo ist denn Lauchboy? Der, guck dir mal das Kopf-Körper. Verhältnis. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich finde ihn cool. Oh, und wo ist jetzt mein Pianist, dem ich $100 gegeben habe? Toll, während der Aslak alleine auf dem Scheißplatz sitzt. Ja, nee, aber schielt er rüber zu den anderen. Zu den beiden Boys, meinst du? Aber das waren auch die sich gerade beschwert haben, oder nicht? Boah, den schmeckt das überhaupt nicht. Ja. Gratis Speisen. Ich glaube, damit sollte ich die erstmal alle besänftigen. Ja, weil es sieht nicht so aus, als... Boah, nee, der kotzt schon wieder. Was ist das denn? Da, ja, wie war das? Wie fand... Wie... Oh. Nein. Wie der Service war doof. Alter! Also die sind alle komplett... Also meine läuft besser als der. Ja! Oh, die geben mir Geld. Die werfen mir gerade Geld zu. Nice. Also das Essen ist doof. Zubereitungsart erörtern. Ja, das hatte ich ja schon. Überprüfen, loben, kritisieren. Sorry. Da und... Aslak? Ich glaube, ich habe nicht mal was bestellt. Der Empfangstyp wird müde. Dieser miese Harald, der hat doch nichts gemacht. Der steht doch den ganzen Tag nur. Ist das die Tochter von Candy? Stimmt. Das sieht ja echt genauso aus. Wie heißt sie? Masami Ikeda. Das ist ihr Deckname. Ich glaube auch. Aber so von den Besuchern kann man sich echt nicht beschweren, ne? Nee, das ist gut. Aber okay, du gibst natürlich auch ein bisschen Kohle aus. Ich glaube aber, wenn man dann Stufe 5 hat, also eine Bewertung 5 und die wirklich was können, dass es dann schon abgehen könnte. Das glaube ich ja, vor allen Dingen, wenn du dann richtig geiles Essen machst, was auch teuer ist. Und was ist da oben? Oh, Toiletten?
Also, das ist schon echt ein schönes Restaurant. Auf jeden Fall ist mega fancy. Also, ich war noch nie in so einem fancy Restaurant. Er wird auch müde. Wir müssen aufhören. Oh nein. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende. Und Aslak Pedisel hat immer noch nichts zu essen bekommen. Wird sich das jemals ändern? Dabei hat er sich so schick Oh, oh! Jetzt sucht er sich was aus. Er guckt ins Menü. Hä? Warum bist du denn noch da? Oh Gott, du hast nur einen Stern. Siehst du das da oben? Sie ist richtig unzufrieden. Sie isst jetzt die Reste von Maudado und Aslak. Gratis Speisen. Ich muss ja irgendwas machen. Das geht so nicht. Hä? Ist sie jetzt weg? Warte, jetzt hat sie eine 2. Moment. Das kann er echt richtig eklig beeinflussen. Ich werde mich mehr anstrengen, versprochen. Ja, schön. Das würde ich ihm auch raten. Die Restaurantleitung war so aufmerksam, dass ich mich wie ein Ehrengast gefühlt habe. Die kann man extrem beeinflussen. Ja, indem man mega viel Geld rausknüppelt. Ja, aber oh Gott, nur noch 2000 rein, ne? In Tantien. Ja, das ist schon krass. Wir sind bald pleite, Menil. Ja, dann müssen wir uns einen Job suchen. Nee, wir verkaufen einfach unsere Nieren. Das können wir auch machen. Ja, ich meine, ich habe ja noch den Job hier. Und ich könnte auch dahin gehen. Also man kann beides machen. Was gibt's denn hier eigentlich? Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung. Zusätzlicher Kellner ist, glaube ich, cool. Das wäre wichtig, ja. Na, ich nehme mal einen weiteren Kellner. Und, wer wird es jetzt? Jens Müller? Ja, komm, der sieht lustig aus. Der sieht komm schon, Jens. Oh, komm mal Gott. Rein. Du gehst hoch auf Toilette. Ich Pipi machen. Oh. Oh. Er geht auf das Vollgesifte. Das tut mir leid. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber wo ist jetzt der Neue? Das könnte richtig abgehen. Und sie stellt sich wieder hin und singt. Du musst halt mega viel Kohle reinpumpen. Würde ich ja gerne, aber Jens kommt nicht. Such dir doch ein Zimmer mit dir und Jens. Soll ich ihn befördern? Nein, der bleibt bei 2 die Stunde. Dann nicht, boah, das ist echt nix. Das ist wirklich nichts. Ich glaube nicht mal, dass das legal ist. Bewertung gestiegen. 2 Sterne. Also bei unserem Essen wundert mich das. Das wundert mich auch, ja. Nein, der hat doch so bunte Haare, Mann, wo ist der? Der wollte so schnell es geht kommen. Und jetzt arbeitet der einfach nicht. Ach, Jens. Ich bin nicht wütend, Jens. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich muss das Restaurant einfach zumachen. Ach so. Ich werde jetzt... Nee, ich gib's auf. Niederbrennen? Können wir danach machen und sagen, hups. Okay. Und dann gibt uns die Versicherung 200.000. Nice. Okay. Dann bewertet mal den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge morgen wieder. Tschüss, bis dann, Leute.